Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man so eine Metallstruktur in Adobe Photoshop CS4 hinbekommt. Das erste ist wie immer eine neue Datei erstellen. Die Maße sind egal. Ich nehme jetzt erstmal 1000x1000 Pixel. Dann fülle ich mit dem Füllwerkzeug die Hintergrundebene in einen hellen Grau. Anschließend gehe ich auf Filter, Renderfilter, Beleuchtungseffekt. Ich habe mir hier schon was eingestellt. Wie bewegen wir das? Erstmal haben wir hier vier Punkte, an denen wir das bewegen können. Hier, hier und hier. Und an dem Mittelkreuz können wir die ganze Ellipse bewegen. So, was wir jetzt noch machen, ist hier Intensität einstellen. Bei 35, Fokus auf 49. Glanz können wir machen, wie wir wollen. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen was Glänzenderes. Ich kann auch ruhig mal eben Glanz 100 nehmen. So. Material 69. Umgebung 8. Und Belichtung 0. Jetzt erstelle ich das. Und habe so ein graues Hintergrundbild mit. Unten ziemlich weiß. Was ich als nächstes mache, ist, ich gehe wieder auf Filter, Rauschenfilter, Rauschen hinzufügen. Die Stärke sollte bei 10% liegen, in der Verteilung gleichmäßig und ganz wichtig, monochromatisch hier unten anklicken. Jetzt drücken wir auf OK und jetzt haben wir hier so ein verpixeltes Bild. Um jetzt den richtigen Effekt hinzukriegen, gehen wir schon wieder auf Filter, gehen jetzt auf Weichzeichnungsfilter und Bewegungsunschärfe. Der Abstand sollte ungefähr bei 30 sein. Ihr könnt ihn aber einstellen, wie ihr wollt, je nachdem, wie ihr es habt. Und hier im Winkel könnt ihr dann rumspielen. Ich nehme jetzt mal 21 Grad. Drückt OK. Und schon habt ihr diesen Metalleffekt. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meine Videos abonniert und weiterempfehlt, kommentiert und bewertet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.